Staatsanwaltschaft in Bochum ist es ein Fahndungserfolg. Es gehe um zwei Fälle, eine versuchte und eine vollendete Vergewaltigung. Beide Male suchte sich der Täter im Univiertel in Bochum chinesische Studentinnen als Opfer. Beide gaben den Hinweis, dass es sich um einen Ausländer handeln könnte. Eine DNA-Analyse führte zu einem 31-jährigen Iraker, der erst im vergangenen Jahr mit seiner Familie nach Deutschland flüchtete. Heute ist Haftbefehl ergangen wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, nämlich zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, wegen vollendeter und versuchter Vergewaltigung und wegen Raubes, weil er in einem zweiten Fall dem Opfer nach der Tat noch Geld aus dem Portemonnaie genommen hat. Erst Freiburg, dann Bochum. Viele fragen sich, ob solche Gewalttaten von Zuwanderern nur Einzelfälle sind. Laut BKA gab es in Deutschland 2014 insgesamt über 36.000 aufgeklärte Sexualdelikte. Davon wurden 2,6% von Zuwanderern verübt. Gemeint sind Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete und Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Dieser Anteil erhöhte sich innerhalb eines Jahres auf 4,6% bei ungefähr gleich vielen Sexualstraftaten. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Zuwanderer fast verdreifacht. Einige Experten sehen es kritisch, allein auf die Statistik zu schauen. Die Geschichte der jeweiligen Täter, wenn es sehr brutale Taten sind, das lässt sich nicht über die Nationalität erklären. Tötungen von Frauen und Vergewaltigungen sind auch in den Heimatländern dieser Menschen nichts Häufiges, sondern extrem seltene Delikte, die spezielle Vorgeschichten haben. Es sind brutale Einzelfälle, die die Öffentlichkeit beschäftigen. Im kommenden Frühjahr will das BKA die Zahlen für 2016 über die Kriminalität unter Zuwanderern veröffentlichen, um genauere Analysen zu ermöglichen.